Paul Willmann ist bei mir im Stadio und Studio, nicht Stadion. Stadion war was anderes. Ja. Und wir schauen mal auf ein paar Einzelheiten. Wie läuft das Ganze ab? Also das Stadion des Manövers, das ist tatsächlich Norwegen, um das mal aufzugreifen. Wir schauen mal gleich direkt rein, was das ist. Ich habe mich mit einigen unterhalten, die auch tatsächlich an vorherigen, das sind, muss man dazu sagen, jetzt Bilder von dem letzten Manöver, weil es aktuelle Bilder noch nicht eben gibt, aber mit Soldaten unterhalten, die mir erklärt haben, wie das ist. Man weiß absolut nichts als Soldat. Also es ist tatsächlich eine Übung und alle, die mir davon erzählen, sagen, das ist tatsächlich so, du hast das Gefühl, dass du dich wirklich in einer Kampfhandlung befindest. Das ist das absolut Entscheidende, diese große angelegten Manöver, weil kleine, das kann man auch in Deutschland machen, das ist immer möglich, aber hier diese großen Manöver, das ist das Entscheidende, worauf es ankommt. Da kommt es vor allem auch auf die Koordination an zwischen den verschiedenen Ländern und man wird eben komplett im Unklaren gelassen als kleiner Fußsoldat, was man da zu tun hat, muss eigene Entscheidungen treffen und das ist genau das, worauf es ankommt. Mhm. Wer nimmt denn überhaupt teil an diesem Manöver, Paul? Also dafür müssen wir ein bisschen weiter greifen letztendlich und uns mal anschauen, wer ist denn eigentlich bei der NATO überhaupt alles dabei. Alle sind natürlich an diesem Manöver auch beteiligt. Wir haben 29 Länder, die beteiligt sind in der NATO. 3,8 Millionen Soldaten insgesamt, nicht bei diesem Manöver, nur als Referenz. Das ist ungefähr einmal Berlin und noch ein paar Bezirke drumherum, nur mit Soldaten, die mobil gemacht werden können. Worauf beschränkt sich das Manöver jetzt in diesem Fall? Wir schauen rein, das ist tatsächlich hier so im mittleren Teil von Norwegen, nördlich von Oslo. Das sind die Landstriche, in denen das stattfindet. Nicht überall natürlich, sondern in einzelnen letztendlich abgesperrten Gebieten. Und nicht nur auf dem Land, sondern natürlich auch zur See. In der Ostsee sehen wir es und im europäischen Nordmeer. Da finden genauso auch Manöver statt, die dann letztendlich ineinander greifen und natürlich auch in der Luft. So ein Manöver hat ja eine Bedeutung, das soll ja ein Zeichen sein. Welches genau? Naja, es wird immer kolportiert, dass das natürlich eher so in die Richtung Russland geht. Man versucht, das so ein bisschen zu umschiffen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem man offiziell eine Süd- gegen eine Nordmacht kämpfen lässt, nicht eine West- gegen eine Ostmacht. Trotzdem legen viele Indizien nahe, dass hier ein bisschen auch das Manöver gegen Russland geprobt wird, vor allem, weil Schweden und Finnland auch dabei sind. Keine NATO-Mitglieder sind trotzdem eben mit im Boot. Das verlängert auch so ein bisschen diese direkte Grenze des Manövers, wenn man so will, der beteiligten Länder auch zu Russland. Und auch noch ein Fakt, dass man sagt, inzwischen sind eben auch Minenfahrzeuge dabei. Das kennt man eigentlich nur aus dem Kalten Krieg, um eben ein schnelles Panzervorrücken irgendwie verhindern zu können. Das sind so die Indizien. Aber man sagt seitens der Bundeswehr, nein, offiziell ist es das nicht. Und nicht nur, dass man bei der Bundeswehr redet, sondern man ist sogar dabei, möchte man gar nicht glauben, weil wir wissen ja, fährt ja kaum was und fliegt ja kaum was bei der Bundeswehr. Also wir schauen mal drauf, das, was wir hier zeigen, das fährt tatsächlich auch noch. Das hat sich in den letzten Wochen so in Bewegung gesetzt. Tatsächlich, Thomas, du hast es gesagt, in diesem Fall ganz entscheidend bei diesem Manöver die dominante Rolle der deutschen Bundeswehr. Wir sehen hier Beispiele von einem Camp, das aufgebaut wurde. Sicherlich nicht besonders komfortabel, aber eben für den Einsatz gut geeignet. Wurde jetzt eben hier auch im Großraum Oslo aufgebaut. Und wir schauen einmal genauer rein, auch in die Zahlen, um das zu verdeutlichen, wie letztendlich die dominante Rolle Deutschlands hier tatsächlich zu sehen ist. 50.000 Soldaten sind insgesamt dabei. Und wir sehen, dass allein 10.000 hier aus Deutschland tatsächlich mit dabei sind. Im Prinzip ein Fünftel, sehr dominante Rolle. Welchen Hintergrund hat das? Das liegt vor allem daran, dass Deutschland nächstes Jahr eine dominantere Rolle auch eben in der schnellen Eingreiftruppe der NATO eben innehaben soll. Und da soll dann auch mehr Verantwortung übernommen werden. Die kostet allerdings Geld. Wir sehen es, 90 Millionen. Das ist natürlich auf Seiten der Bundeswehr, sagt man, das muss man ausgeben, um sowas zu proben. Kritiker sagen, muss das wirklich sein für so eine läppische Übung letztendlich? Vielleicht sollten wir erstmal unsere eigenen Panzer und Hubschrauber wieder in Stand setzen. Damit die wieder fahren und fliegen können. Dankeschön, Paul.